Kann man die auch zähmen? Ja. Bestimmt. Na, ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Kaninchenknast. Hi! Tot. Du bist so gemein. Ja, auf jeden Fall sind hier Kaninchen. Irgendwie sehen die aber extrem böse aus. Sind gar nicht so knuddelig. Ja, ich denke mal, das Texture Pack macht das dann aus. Das könnte sein. Ich zerstöre hier den ganzen Raum. Ja, du? Ja. Aber naja, ist eh nie so schlimm. Ich weiß nicht, die paar Kaninchen, die hier rumschwirren. Mit denen wirst du schon leben. Gibt es denn noch was Neues? Ja, da gab es da noch was. Dorfbewohner, Kaninchen, Pferd. Kennt jeder? Ist da noch was Neues? Eigentlich mit dem ich dich schön ärgern kann. Es sind doch gar nicht so viele Kaninchen. Ach, da ist eins. Das ist ein Hase. Kein Kaninchen. Kaninchen steht da. Stirbt. Stirbt. Okay, nee, finde ich jetzt nicht. Gebratenes Kaninchen gibt's und so weiter. Hammelfleisch gibt's jetzt auch. Was ist denn den Hammel? War das Pferd? Alle tot. Alle tot. Da ist noch eins. Also ja. Mhm. Gut. Was haben wir hier? Hier ist nichts Neues. An Tränken, keine Ahnung. Werkstoffe. Man kann hier etliche. Ach ja, die Prismarin-Scherbe und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, was gibt es noch Neues? Du wiederholst dich. Wir haben die Möglichkeit, in tiefe Ozeane zu gehen und dort werden Festungen in dem Wasser sein. Oh. Sorry, dass ich die töte, aber die sind ein bisschen nervig. Ich habe eigentlich jetzt auch schon ein paar getötet. So. Nee, Fehler. Sorry, ich habe hier vorhin aus Versehen in meinem Game-Mode ein bisschen. Ja. Ist man nicht ja gewohnt. So, das sind die groben Neuerungen, diese Prismascherben mit Prisma, wie hießen sie? Prismarinscherbe, ja. Die Prismarinkristalle und Kaninchenfell gibt's jetzt auch, ja. Damit kann man halt wieder einige Sachen craften. Was genau, das gucken wir uns mal ein anderes Mal an. Oh, ein Kaninchen. Stirb, oh. Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht. Das darf ich jetzt mal nimmer machen. So gemein, ja. Nicht neu zu starten. Nee, ist ärgerlich. Ich rutsche hier ein bisschen vor mich hin, so. So, das sind auf jeden Fall die gröbsten Neuerungen. Für jetzt erstmal 1.8. Mehr kann ich jetzt dazu erstmal leider auch nicht so sagen. Natürlich gibt es noch etliche neue Befehle. Man kann jetzt auch Singleplayer-Commands benutzen, also Copy-Paste und solche Scherze. Ist jetzt ohne die möglich. Mod? Ohne die Mod, ja, teilweise. Also es ist einiges übernommen worden. Finde ich ganz praktisch. Ja, ansonsten halt wie gesagt der Game-Mode. Und so weiter. So, ich ziehe mich jetzt hier wieder um. Und dann werde ich hier meinen Weg noch vollenden. Ach ja, der muss ja noch verschönert werden. Ein bisschen noch, ja. Also ich habe mir ja schon größtenteils soweit. Aber ein bisschen was kann man schon noch tun. Den Diorit, der gehört auch nie mir. Der gehört nicht in dich. Der gehört nicht mir, habe ich gesagt. Ach so. Ja. Weil das wäre jetzt ein Werkstoff, den wir noch nicht besitzen. Und die hättest du das sozusagen erschiedet. Hätte ich, ja. Habe ich aber nicht. Ha! Aha. Ich habe mich gerade gefreut, dass ich schneller als der Kies war. Aha. Graui ist schneller als der Kies. Und da passt James Bond ja auch gerade dazu. James Bond? Oh, stimmt. Ja, schneller als der Kies eben. Schneller als Elisha. Ja, siehst du mal. Game wie mache ich denn das, wenn ich das jetzt hier wegreiße? Ist es nicht mehr holt? Ah, nee. Sehr schön. So. Sieht das Windchen dann halbwegs aus? Du, nee. Das ist, du bist nimmer zu retten. Ich rede auch nicht von mir.
ich rede von jemand ganz, ganz anderem. Von der ganz anderen. Ja. Wer sind die ganz anderen? Aha. Ja. Ja, das sieht sogar aus, das stimmt. Aha. Ich weiß ja nicht, wer die Gans ist. Ganz anderen. So, hier kann man das jetzt natürlich wie so eine Tür machen, wie das jetzt hier aussieht. Eine Wurst? Nein! Ja, wenn ihr euch wünscht, dass wir mal so eine Tour in die neuen Welten machen, dann sagt Bescheid. Viel neue Welten gibt's nicht, außer eine Eiswelt kam noch dazu. Das wäre das Einzige noch. Aber dann war es das eigentlich schon. Wusstest du? Langweilig. Ja, warte mal, ich bin. Wenn ich hier nebenbei noch was mache, kann ich mich nicht auf das andere konzentrieren. Wenn du so nebenbei was machst. Du bist ein Arsch. Du bist so ein Arsch, weißt warum du? Warum bin ich ein Arsch, ja? Na, weil du hier laufen nicht um wie schlecht redest, als würde ich nichts machen. Ne, ist doch auch so. Ich baue dir doch die ganze ja, Zeit. Ja, dein Knast, den wir überhaupt das nicht wollten. Das ist kein Knast. Na, sieht doch aber so aus. Das, ja, weil du die scheiß Gitter hingemacht hast. Weil ich die Gitter hingemacht habe. Natürlich, ich habe ja nichts Besseres zu tun. Ich darf nicht mal so aufregen. Ich habe ja nichts Besseres zu tun, als die Gitter jetzt hier hinzusetzen. Klar. Hast du ja auch nicht. Ja, habe ich ja auch nicht. Sonst hättest du es ja nicht gemacht. Was ist das jetzt für eine Logik? Na, hättest du was Besseres zu tun? Ja, was ich hatte? Hast du nicht? Hatte ich? Hast du nicht? Hat ab. Nicht. Ach, Kindchen. Jedenfalls hättest du was Besseres zu tun gehabt, hättest du es ja nicht gemacht. Ich hab's ja auch nie gemacht. Nee, das war der Weihnachtsmann. Keine Ahnung, wer das war. Ich will jetzt hier nie philosophieren, aber wenn du jetzt unbedingt an den Weihnachtsmann glaubst, dann bitte. Tja. Du bist ein Arsch. Ja, na klar. So. Immer sind die anderen die Bösen. Besser aus. No, no. Ja. Nein. Das muss weg. Eigentlich müsste ich jetzt das nochmal nach innen setzen, aber das geht nicht. So. Könnte man das hier machen? Entweder setzen wir jetzt die hier. Oh ja, das kann man machen. Vor allen Dingen auch so. Auf die gute Idee wäre der ja nie gekommen. Auf welche gute Idee wäre ich nicht gekommen? Was? Ich wollte nicht. Akustisch? Auf welche Idee wäre ich nicht gekommen? Weiß ich doch nie. Habe jetzt mit dir gesprochen? Naja. Ja, wen sollst du denn sonst gehen? Um dich? Ja, siehst du. Ach, ich habe ja hier das hier gemacht. Ja. Aber die Brücke sieht ja in Svea ziemlich dünn aus. Obwohl, die muss ja nie immer breit sein. Nö, stimmt. Die muss nie immer breit sein. Weil ich wollte ja ein bisschen individuelle Gestaltung. Die habe ich ja hiermit. Genau. So, deswegen habe ich ja das so gemacht. Ja, stimmt. Das habe ich wieder vergessen. Da ist ja die Brücke auch durch. Müssten nur noch irgendwie Fackeln ran. Oh. Schön, dass es dir auch mal aufgefallen ist, hm? So wollte ich das. Was ist mir aufgefallen? Weiß ich nicht. Mir ist nicht aufgefallen. Nö. So, ich werde jetzt hier auch noch diesen Weg hier erhöhen. Mhm. Und dann... Mhm. Upp, upp. Ist der Weg hier auch schon beinahe fertig. Aber nur beinahe. Diese Verbesserungssachen finde ich im Berg jetzt nie unbedingt notwendig. Ja. Zack.
einfach alles nochmal eins erhöhen. Da kann man nämlich besser springen. Nebenbei. Ah ja. Also, diese Meinungsverstärker, die du die ganze Zeit benutzt, ja. Die sind echt wahnsinnig, weil das muss man, ist so oder so schon überzeugt von meiner Bauweise. Ja, da brauchst du das nie nochmal. Kannst du dir sparen, die Spucke, hm? Oh, ich hab hier voll die Verschwinderungsidee. Beim Knast oder was? Es ist kein Knast. Doch? Nein. So, hier müssen auch noch Fackeln hin. Immer. Da? Ja. So, wir machen das nämlich dann so. So. Und jetzt mittlerweile. Nee, leider nie. Ah, oh, schade. Und dann die Seite? Ach so. Mit wem redest du hier? Ach so, du redest mit den Zuschauern. Ja, ich probiere was aus. Entschuldigung, dass ich halt ein bisschen Spaß hab. Du hast Spaß, das merkt man voll. Vor der Aufnahme hast du mich voll blöde gemacht die ganze Zeit. Hab ich, können wir jetzt anfangen? Du hast dich die ganze Zeit nicht um 1.8 gekümmert. Alles musste ich alleine machen, was überhaupt nicht stimmt. Ich hab das alles gemacht. Aber 5000 Mal den Server neu gestartet. Ja, musste ich ja. Ja, immer aus Versehen. Hättest du es mal selber gemacht? Nö. Na also. Also nicht damit rummeckern. Aua. Upsi. Hihi. Haha. So, da drüben noch? Ich meine, wenn man das... Da hat man ja hier. Ja, das dürfte reichen. So. Also dann nicht. Wir haben übrigens nächstes Mal ein ziemlich großes Jubiläum. Da wollen wir uns ein bisschen was einfallen lassen. Das ist hier unsere Aufnahme Nummer 99. Ha. Im nächsten Mal unsere Folgennummer. Und Folgennummer. Oh, kurz ja. Vor 600. Ach so, na, das sind ja fast 2 Jubiläums auf immer. Jubilämse. Jubilämse? Hm. Genau. Jubilämse. Jubilämse. Gibt es das Wort? Ich glaube nie. Oh. Naja. Man braucht ja auch nicht jedes Wort. Genau. Alle 3 machen wir hier. 1, 2, 3. Was hast du denn da vor? Witzig. Ich weiß nicht, eher so dein Humor, ey. Kannst du auch echt einstecken, in den Mülleimer werfen und draufkacken vorher. Dann wär's lustiger. Ja. Ja, ist ja nur ein gut gemähter Tipp. Weißt du? Einfach mal die Fresse halten. Hm. Warte mal. Ah. Soll ich noch warten? Nee, das war schönes Wetter oder was? Ich habe jetzt eher mit mir geredet, Entschuldigung. Ach so. Ja. 1, 2, 3. Ab und zu muss ich mich halt mal zurückhalten und sagen zu mir, hier, warte mal kurz. Bevor erst du einfach vom und dann Tisch, machen. Vom Tisch hier aufstehst, vom Rechner man, und einfach abhaust. Kann man Treppen jetzt schief ansetzen? Ja. Nee, bestimmt nicht. Verarscht mich doch schon wieder. Ich weiß nicht mal, was du meinst. Naja, nicht, dass sie. Dass man kann sie ja so hinstellen, dass man hochgehen kann, man kann sie aber auch andersrum machen, ne? Ja. So. Und wenn du jetzt aber eine Treppe, wenn du davor stehst, nach rechts oder nach links um 90 Grad drehst, das geht halt nicht. Weißt du? Verstehst jetzt nicht, oder? Also nein.